Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Briefkastenfolge. Wir beginnen wieder auf dem Friedhof. Diesmal haben wir auch ein bisschen mehr. Es gab jetzt ja, ich glaube, 2 Wochen keine Briefkastenfolge. Dementsprechend hat sich hier ordentlich viel angesammelt. Wir fangen mal hier an bei Timpy, R.I.P. Timpy von Maurice So Tycoon. Dann haben wir Blumo und Schnuffi. Das waren 2 Häschen von Hannah Pittner. Dann haben wir Aisha, das ist ein Hund gewesen, auch von Hannah. Und hier haben wir Lola und Max, ich hab euch lieb, von SH, S.H. Bei dir wusste ich den Namen nicht mehr richtig, ich habe das leider nicht mehr gefunden. Und ja, ich schreibe manchmal ein wenig zu schnell und kann das dann nicht mehr lesen. Ich hoffe, du weißt, ja, dass du gemeint bist. Dann haben wir noch Lilly von Playmobil Fan, das war auch ein Hase. Und Linda, ich werde dich nie vergessen, von Ninas Spielwelt. Dann haben wir Pinky, ich werde dich nie vergessen, von Cheyenne Hoppe. Und Lilly, ich werde dich nie vergessen, von Neolike 5. Dann gehen wir hier weiter und dann haben wir noch Layla, ich vergesse dich nie, von Coco Horslov. Und Chico, du warst mein Liebling, von Wolfgirl. Ja, das waren dann auch schon wieder unsere Tiere hier auf dem Friedhof. Ihr dürft natürlich wieder fleißig in die Kommentare schreiben, wenn ihr gerne ein Tier hier verewigen möchtet. Wir zischen rüber ins Resort und kümmern uns hier mal um den Briefkasten, der nämlich auch, wie ihr seht, am Überlaufen ist. Das ist wirklich ganz, ganz viel diesmal. Hier haben wir Eisenbarren, ein Kobbel, dann eine Goldrüstung, Netherquarz, Eisenerz und Prismarinkristalle, Steaks, Trank der Heilung, Kakaobohnen, ein Kuchen von Zeddy, ein Goldnugget und Hannas Glücksbringer, eine Hacke, dann goldene Pferderüstung und für Mulenia von Zeddy ein Banner. Okay, dann haben wir hier noch ein verzaubertes Buch und noch ein Buch mit Wasseraffinität war das, ne? Und mit Stärke. So, dann haben wir hier ganz viele Briefe. Ich mache mal hier eben ein bisschen Platz, dass wir die Briefe mal ins Inventar holen. So, dann haben wir hier von Country Girl. Liebe Millennia, ich wollte mich mal für diesen super Server bei dir bedanken. Es macht mega viel Spaß, mit Fem, Pinky und Nina auf dem Sprungplatz herumzutollen oder einfach mal ganz entspannt zu spielen. Auch das Oster-Event finde ich klasse, auch wenn ich den nie gewinnen werde. Finde ich aber nicht schlimm. Ich mag euch alle mega gerne und freue mich, dass ich auf dem Server sein kann. Liebe Grüße, Country Girl, aka Country, aka Alba. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Oster-Event ist ja nun vorbei. Die Gewinner stehen ja nun auch schon fest. Und ja, war eine nette Sache. So, Ton und Sand für dich. Von Country Girl. Liebe Mulenia, ich war in einem Lehmbiom unterwegs und habe dir 64 gebrannten Ton, 64 gelben Ton, 64 orangen Ton, 64 hellgrauen Ton, 64 braunen Ton und 64 roten Sand mitgebracht. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Liebe Grüße, Country Girl. Ja, auf jeden Fall kann ich das gebrauchen. Das kann ich immer gebrauchen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich habe schon wieder das Dings an. Ne? Wenn ich Rüstung irgendwie im Inventar habe, dann ziehe ich die auch prompt an. Dann haben wir hier von Jenny. Liebe Mulenia, damit du fleißig weiterbauen kannst, haben wir dir Material gebracht. Jeweils Pastecks, Eisen, Fichtenholz, Schwarzeichenholz, Akazienholz, Glowstone, Heuballen, Eisengitterpaar, Hasen, Wolfies. Hoffe, die sind noch da. Leider nicht. Leider sind alle Tiere in der Tierklappe ja nicht mehr da. Der Rest fällt mir nicht mehr ein. Ist ja auch egal. Nur weil du immer grübelst, woher die Sachen kommen, habe ich es aufgeschrieben. Knuffel, Knuddel, bist die Beste und wir haben dich voll lieb. Deine 3. Dankeschön. Ja, die Tierklappe ist noch leer. Da ist nichts mehr drin. Die Tiere, die im Resort schon eingezogen waren, die habe ich alle wieder reingepackt, bis auf die Kaninchen, die konnte ich auch nicht mehr ganz rekonstruieren. Also, ja, es ist so ein bisschen was verloren gegangen, aber einiges konnte ich dann doch retten. Okay, dann von Hannah. Und hier haben wir Hannah Teil 2.
Liebe Molenia, da ich gesehen habe, dass dir einige Dinge fehlen und damit du so schön weiterbauen kannst, habe ich dir ein paar Dinge in die Kiste geworfen. Einmal ganz viel Schwarzeichenholz, da es ja dein Liebstes ist und du viel damit baust. Ein bisschen Leder, weil du keines mehr hattest, ein paar Setzlinge, da ja einige verschwunden sind, Fisch für den kleinen Snow, damit er nicht mehr so Hunger hat, Tropen- und Akazienholz zu bauen, wie immer ein paar Strohballen, Kakteen und Spinnenaugen für McKay und zu guter Letzt noch die versprochene Superhacke. Liebe Grüße, Hannah, ganz doll Knuddel. PS, du hast noch ein paar neue Besucher in der Tierklappe. Ja, vielen Dank. Freue ich mich hauptsächlich über diese Super-Duper-Hacke, also die ist ja wirklich, klasse. Die wird auf jeden Fall ein treuer Begleiter. So, jetzt haben wir noch Hannah Teil 2. PS, da du bereits so viele Tiere in der Tierklappe hattest, habe ich dir einstweilen nur ein Schaf in die Klappe gegeben. Die restlichen Schafe sind noch bei mir und können per Zeiten abgeholt werden. Okay. Gut, ja, die Tierklappe ist ja wie gesagt nun leer. Und ja, das erzähle ich euch aber gleich. Jetzt machen wir erstmal hier die Briefe weiter von Sadie. Liebe Molenia, ich habe dir ein paar Blumen vom Farm mitgebracht und drei Dias und ein Smaggy. Und natürlich ein schwarzes Pferd und ein Pferd wollte ich dir noch privat geben. Okay, ja, das Pferd ist leider auch weg, aber das andere hole ich mir gerne bei dir ab. Von wem ist das jetzt hier? Auch von Sadie. Und vergessen habe ich noch, nenn das schwarze Pferd doch bitte Nero. Okay, werde ich machen beim nächsten schwarzen Pferd. Aber, ja, wir haben ja keins. Da, ich glaube, den brauche ich nicht wirklich vorlesen. Gucken wir gleich mal kurz rein. Liebe Molenia, ich habe dir 10-mal Eisenerz und 3 Prismarinkristalle geschenkt. Dein Sohn Arktros. Vielen lieben Dank. Ganz lieb von dir. Was hat er mir geschenkt? Ach, die Prismarinkristalle und Eisenerz. Okay, also das hier. Vielen lieben Dank auch an dich. So, dann hier von Neu-Thomas. Hallo Molenia, ich finde dein Server ist gut gelungen und die neue Stadt erst. Da kennt man einige Gebäude aus Let's Plays Minecraft von dir. Mach weiter so. PS, es wäre toll, einen Skyblock-Welt zu zaubern. Nur wenn es geht. Ja, da zaubern wir ja schon ein bisschen, ne? Zwar nicht in Animalia, aber es wird auf jeden Fall demnächst was kommen. Und das hier ist die Bewerbung, das ist, schon durch. Er ist schon unser Gärtner im Resort. Und wenn wir dann in Zukunft Holz brauchen, dann gehen wir einfach zu Thomas in die Gärtnerei und sagen, klopf, klopf, ich hätte gerne Holz. Und dann kümmert er sich darum. Also Farmen brauchen wir hier wirklich so überhaupt nicht mehr. So, jetzt gucken wir mal. Also die Tierklappe ist weiterhin leer. Da ist nichts mehr drin. Die Hühner habe ich weitestgehend wieder geholt. Da haben wir Freddy, Tessie, die sind alle wieder da. Alle Tiere, die ich eben auf der Webseite hatte und ja schon mit Namen und so weiter, da habe ich, konnte ich natürlich wieder alle zurückholen. Hier haben wir Lai, Muli ist wieder da, Johnny ist auch wieder da. Also alle Pferde sind wieder da und an Ort und Stelle und alles ist gut. Und hier auch die Schafe und auch die hier, die konnte ich also ja mir alle wieder zurückholen, da ich wusste, was nun hier war an Tieren. Leider bei den Kaninchen so gar nicht mehr. Da konnte ich auch nichts zurückholen. Die habe ich ein bisschen umgebaut, wie ihr seht. Die Unterstände habe ich ein kleines wenig anders gemacht. Hier habe ich ein wenig anders gemacht, um das einfach auszuprobieren, woran das lag, dass die Kaninchen immer verschwunden sind. Aber ja, scheint ja nun hoffentlich behoben zu sein. Ich hoffe es zumindest sehr. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zur Spendenkiste nach unten. Die ist nämlich auch so rappelvoll. Das wird auf jeden Fall ein Spaß, die einzusortieren. Hier haben wir noch eine extra Kiste von Lasercraft. Und er hat mir ganz, ganz viel Sand gegeben für Glas und so weiter. Das können wir demnächst auf jeden Fall gut brauchen. Das ist schon mal super. Dann gucken wir hier hinten mal. Hier habe ich schon wieder eine extra Kiste hingestellt, damit das ganze Zeug aus den Trichtern hier reinlaufen kann. Und die ist rappelvoll. Also wir haben Strohballen, wir haben Holz, wir haben die Diamanten, den einen Smaragd von Zeddy, Eisen, da die, den Ton und so weiter, ganz viele Brote und ja, Zeugs ohne Ende. Irgendwo war da auch noch irgendwas benannt, ich muss mir mal eben schauen. Das will ich nämlich nicht übersehen, aber ich glaube,
nichts umbenannt, da war das hier drin. Wir haben hier Blumen. Ah, hier, Kekse von Country Girl. Yummy. Mhm, auf jeden Fall yummy. Auch wieder Holz, Leder. Da, für die Stelle haben wir da Holz auch. Und noch irgendwas Benanntes. Da, ein Osterei. Oh, vielen Dank. Ein Osterei, wie cool. Das packen wir auf die Seite. Das tue ich oben in die Kiste ins Wohnzimmer. Zu den Geschenken. Ja, cool. Auf jeden Fall wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Das ist wirklich mega viel diesmal gewesen. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall die nächste Zeit nicht mehr farmen. Das hat sich dann echt erledigt. So, ich sortiere das jetzt gleich noch wieder weg nach der Folge. Und ja, dann können wir eigentlich auch loslegen hier wieder im Resort. In der nächsten Folge, die also morgen kommt. Morgen kommt dann schon die erste Resort-Folge endlich wieder. Und da wird dann mal Kondo schon das erste Mal mit dabei sein. Er wird in Zukunft ja nun öfters mal im Resort dabei sein. So zwei Parts die Woche vielleicht, auch drei. Mal schauen, wie sich das zeitlich eben einrichten lässt. Und ja, mal schauen, was wir dann hier so machen. Ich habe auf jeden Fall noch einiges vor umzubauen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich habe ja viel Zeit gehabt, um mir Gedanken zu machen. Und ja, mal gucken, was wir draus machen können. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder loslegen können. Und ja, ich würde mich jetzt erstmal verabschieden und wir sehen uns dann morgen in dem Part Resort. Also bis dann. Ciao, ciao.